zusammen, ihr habt gerade die Ankunft in Kantao schon gesehen mit der Sea Urchin Ferry. Das war richtig krass, mir war nachher so schlecht. Ja, dann total einfacher Weg zum Hostel, der mir erklärt worden ist. Und ich laufe wieder eine Stunde querbeet mit den ganzen Klamotten. Den Rucksack, ja, ich habe mir übrigens einen Rucksack gekauft. Aber ich hatte jetzt den Rucksack, weil da waren noch Trinksachen drin. Dann hatte ich meine Tasche und mein Backpack. Und das war so scheiße, weil Koh Tao ist halt auch wieder ziemlich bergig. Und ich bin wieder Berge hoch und wieder runter und den nächsten Berg wieder hoch und wieder runter. Und jeder hat mir einen anderen Weg gesagt und sagt so, ja, in der Pizzeria da. Nur ich dachte immer, ich muss irgendwie an die Pizzeria vorbeigehen, aber ich muss eigentlich durch die Pizzeria durchgehen, um hier hinzukommen. Ich zeige euch das so eben kurz, wie das hier aussieht. Ich habe so ein kleines Blockhäuschen. Ist eigentlich ganz süß hier. Ich zeige euch mal das Blockhäuschen. Gerade ein bisschen Booster. Das ist mein Bettchen. Und oben hier irgendwo ist auch noch der Gecko. Alfred habe ich ihn genannt. Das ist mein Bad. Wo ich übrigens so Toilettenspülung gibt es hier nicht. Ja, Toilettenspülung gibt es halt nicht. Das heißt, mit dem blauen Kännchen muss ich die ganze Zeit Wasser nachschütten. Ich habe mir das dann verkniffen, das große Geschäft auf Toilette zu machen. Ich dachte, ich sitze danach eine Stunde bei, um das irgendwie nachzuschütten. Ja, sehr abenteuerlich, sehr urig. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie 500 Baht bezahlt. Ich glaube so 13 Euro, 14 Euro. Dafür habe ich mir jetzt gerade richtig geil was vom Streetfood geholt. Weil ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, außer heute Morgen Croissant. Und ich habe jetzt so einen Hunger gehabt. Gedacht so, nein, du machst dich... Oh, dann richtig Hunger gehabt und habe gedacht so, nein, du machst dich jetzt fertig und gehst jetzt was essen. Habe ich mir erst im veganen Restaurant einen Smoothie geholt. War auch super lecker mit Drachenfrucht und so. Und dann bin ich hier zum 7-Eleven, um was zu trinken zu holen. Und direkt nebenan war ein richtig cooler Streetfood-Laden. Und da habe ich mir jetzt was Geiles zu essen geholt. Ich werde das jetzt gleich einfach auspacken und euch das zeigen. Bis gleich. Das Ganze heißt übrigens Grace Simple. Das heißt, wenn ihr den Stand irgendwo sehen solltet mit Grace Simple, geht da auf jeden Fall hin, weil das sind die geilen Frühlingsrollen. Auch noch 3 Stück. Und ich habe mir natürlich Pad Thai bestellt mit Hähnchen. Total geil. Das werde ich mir jetzt alles gleich mal reinzwiebeln. Das Ganze hat 120 Baht gekostet. Das heißt 3 Euro. Kann man nicht meckern, finde ich. Und ich sitze hier auf so einer geilen Außenterrasse mit so einer Bank. Und lass es mir jetzt richtig gut gehen, weil morgen muss ich noch mal eine halbe Stunde mit den ganzen Klamotten latschen. Weil ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, Taxi zu nehmen. Jetzt denke ich, nö, das Geld spare ich jetzt und latsche dann halt eine halbe Stunde. Oder wenn ich mich verlaufe, auch eine Stunde oder anderthalb. Aber so sieht man halt auch was von der Insel. Quatsch mit netten Leuten, die einen versuchen, den Weg zu zeigen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und hier, das Areal ist richtig cool, weil hier gibt es Kokosnüsse und Mangos. Und das ist so ein bisschen höher gelegen, das ist voll schön. Aber man muss halt durch eine Pizzeria latschen, was ich ein bisschen seltsam finde. Ja, ansonsten läuft heute für mich nichts mehr, außer jetzt noch was essen. Weil ich auch totmüde bin. Und hier ist halt auch nichts, es ist kein Fernseher da. Ich glaube, ich habe eine Steckdose gefunden, da gucke ich mal, dass ich das Handy gleich auflade. Vielleicht kann ich halt nachher noch was schneiden. Aber ich erzähle immer, dass ich schneide oder einen Blogbericht schreibe oder sowas. Im Endeffekt kommt dann nachher doch nichts irgendwie. Deswegen sorry dafür. Aber ich gebe mein Bestes. Und relaxen sollte ich ja auch noch ein bisschen. Deswegen seht ihr mich morgen wahrscheinlich bestimmt wieder total aus der Puste bei diesem scheiß Walk. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und bis morgen dann. Ciao.